Ich würde aber sagen, bevor wir reinstarten, machen wir mal so eine kleine Definitionsrunde. Und Herr Kaiser, Sie hatten eine ganz tolle Idee. Sie haben gesagt, ja, da müsste man mal gucken, je nachdem, wenn man fragt, kommen unterschiedliche Antworten. Wenn man ChatGPT fragen würde, wird wahrscheinlich auch was anderes rauskommen. Ich habe mal ChatGPT gefragt, was Digital Engineering ist. Und die Antwort war: Digital Engineering ist ein Konzept, das sich auf den Einsatz digitaler Technologien und Methoden in der Konstruktion und Entwicklung von Produkten oder Systemen bezieht. Das fand ich einen sehr komplizierten Satz. Würden Sie dem zustimmen, was die Maschine Ja, ausgespuckt einfacher hat? geht es eigentlich nicht. Einfacher geht es nicht. Eigentlich Und ich nicht. fand es schon schwierig. Na, dann gucken wir mal, ob Sie mir vielleicht ein bisschen helfen können. Herr Eckermann, das klingt so nach wahnsinnig viel Tüftelei und vielleicht so ein bisschen mehr, naja, ich sage jetzt mal Ingenieure, die an PCs rumspielen. Aber der Scope von Digital Engineering ist ja sehr, sehr groß. Können Sie vielleicht da mal so eine kleine Definition von Ihnen reinbringen? Also Digital Engineering soll ja uns helfen, dass wir weniger manuell die einfachen Sachen durchdenken müssen, uns Freiraum geben als Ingenieuren, Innovation vorwärts zu treiben und die größeren Bilder zu zeichnen. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg und bringen uns immer weiter. Das ist der eine Aspekt, dass man einfach weiß, vom Requirement hinter bis zur Verifizierung, wo man langläuft. Und der zweite Aspekt ist, dass man durch Simulationen vielleicht neue Felder entdeckt, dass man physikalisch sich dazu gezwungen wird, als Ingenieur sich mehr damit zu beschäftigen, was eigentlich los ist im System wirklich. Und der Computer ihm hilft, wenn man das verstanden hat, grundsätzlich, was eigentlich dann die Möglichkeiten sind. Also Herr Kaiser, ich fand das gerade ein bisschen einfacher als ChatGPT, aber das liegt daran, dass ich ja auch keine Expertin bin. Herr Schröder, was sagen Sie denn, wenn Freunde, Familie fragen, was machst du denn so den ganzen Tag? Was ist da Ihre Antwort drauf? Oh je, das ist in meiner Gruppe da nicht so unbedingt besonders anschlussfähig. Ich meine, ich beschäftige mich ja relativ stark eher mit der Prozessseite von dem Ganzen, weniger mit der Simulation, jetzt zum Beispiel hier aus dem klassischen Hintergrund. Und ich versuche immer zu erklären, dass ich mich darum kümmere, wie Ingenieure Dinge tun, um sicherzustellen, dass hinterher auch ein Produkt rauskommt, was man gebrauchen kann. Wie Ingenieure Dinge tun, das war jetzt ein sehr gutes Stichwort, weil ich habe mich mal, ich bin ja Kommunikationsnerd, wenn man so will, und ich habe mich mal an den Digital Twin des Dudens gewandt, also das, was im Internet so da ist vom Duden, und habe mich gefragt, was ist eigentlich so die Etymologie des Wortes Engineering? Und da kam dann das lateinische Wort Ingenium raus, was so viel heißt wie sinnreiche Erfindung oder Scharfsinn. Das finde ich schon mal gut. Jetzt frage ich mich natürlich, der digitale Scharfsinn, die digitale sinnreiche Erfindung, also Digital Engineering. Herr Glant, was macht die denn konkret besser als das nur Engineering? Es geht ja um die Geometriefindung, um Produkte zu definieren. Und am Ende geht es ja um nur Funktionen. So, also wir wollen ja ein Produkt nicht per se entwickeln, nur weil es ein Produkt ist, sondern weil es eine Funktion erfüllen soll, ein Service, ein Mehrwert bieten. So, und dieser Mehrwert, den simulieren wir und optimieren ihn auch zu einem Punkt, wo wir sagen, jetzt ist es marktreif.